Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Für eine lange Weile dachte ich tatsächlich, dass Nespresso und andere eine Tasse Kaffeegeräte das schlimmste Haushaltsgerät ist, was jemals erfunden wurde. Und ich habe mich getäuscht, denn es gibt ein noch schlimmeres Gerät, das natürlich, wie es mit solchen Sachen sein muss, aus den Vereinigten Staaten kommt. Das hat es jetzt auch hier ein bisschen in die Medien geschafft. Das nennt sich Juicero. Und diese Maschine ist einfach alles, was mit der heutigen Konsumgesellschaft falsch ist. Also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, Juicero ist ein Entsafter. Es ist eine Maschine, um Saft herzustellen. Entsafter ist eigentlich das falsche Wort, weil das Ding nicht mal Obst entsaftet. Das funktioniert so, dass es im Prinzip ein Gerät ist, in dem man einen Beutel reinhängt, in dem schon vorher Obst und Gemüse zerkleinert abgepackt ist. Man schließt das Ding und das Ding presst dann diesen Beutel aus. Es macht wirklich nicht mehr. Es presst einfach einen Beutel mit Obst und Gemüse aus. Wenn ihr euch fragt, wie viel dieses Ding kostet, es kostet $400 und das ist schon der reduzierte Preis von $700. Und der Trick ist aber, ne, man könnte ja noch denken, ja, okay, es ist halt eine sehr, sehr teure Saftpresse. Aber erstmal diese Pakete, die man sich dafür kaufen muss, wo dann dieses Obst und Gemüse drin ist, gibt es nur von dieser Firma. Und die kosten pro Beutel, ein Beutel ist dann ein Glas, zwischen 5 und $8. Und es fällt natürlich jedes Mal wieder Plastik an, weil das Ding kann man danach ja wegschmeißen. Und das perfideste ist einfach, dass dieses Ding einen QR-Code scannt, der auf dieser Packung drauf ist. Und wenn das schon recht kurze Mindesthaltbarkeitsdatum von nur 4 bis 5 Tagen auch nur um einen Tag, auch nur um eine Sekunde überschritten ist, zack, blockiert die Maschine und presst den Saft nicht mehr aus und dann kann man im Prinzip den Beutel wegschmeißen. Oder man macht es, wie Bloomberg herausgefunden hat, einfach indem man das mit der Hand auspresst. Und ich dachte eben immer, dass das System Nespresso so schlimm ist. Nespresso ist ja auch so, ne, man zahlt irgendwie 30 Euro für ein Kilo Kaffee, was dann in kleine Kapseln portioniert ist. Die Kapseln, die man danach halt einfach in den Müll schmeißt, weil kein Mensch die Kapseln so zerpflückt, dass man die tatsächlich recyceln könnte. Und bei Nespresso könnte man mal halt noch irgendwo sagen, so ja, man ist ja erstmal nicht an die Nespresso-Systeme gebunden, wobei es da inzwischen ja auch Geräte mit Barcode-Scanner gibt. Man hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum von 4 bis 5 Tagen und es verbraucht wahrscheinlich immer noch weniger Müll unterm Strich, weil man aus so einer kleinen Kapsel ja auch eine Tasse Getränk rausbekommt und da bei diesem Juicero-Ding ist es halt so ein Beutel. Also niemand muss so extrem leben wie ich. Ich wasche meine Haare mit Seife, ich wasche mich selber mit Seife, ich anstatt Spülmittel und anstatt Reinigungsmittel benutze ich Apfelessig, einfach weil ich denke, dass das mein Beitrag zur Umwelt ist. Aber ernsthaft, jetzt, wer braucht diese Saftmaschine? Also, das ist wirklich nur für Leute, die zu viel Geld haben und so tun, als ob sie sich um die Umwelt scheren. Denn im Prinzip ist das einfach nur dämlich. Und ich frage mich tatsächlich, ob es Leute gibt, die sowas kaufen. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr, um zu vermeiden, einen Entsafter zu Hause stehen zu haben oder euch Saft zu kaufen, euch diese Maschine kaufen, falls es die in Deutschland jemals geben sollte, was ich ehrlich gesagt bezweifle? Schreibt es mir gerne in die Kommentare drunter. Und gibt es andere unfassbar verschwenderische Haushaltsgeräte, die ihr kennt, dann würde ich das gerne auch wissen. Also neben Nespresso-System oder Tassimo-System. Jo, bis dann!